Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuesten Video von Maggot Pro auf unserem Kanal. Und heute ist die zweite Stunde ja, von unserem Apple Script Editor. Und heute zeige ich euch mal, wie ihr so ein kleines Spam-Programm schreibt. Also, im Prinzip, das ist nur der schöne Name dafür. Im Prinzip geht es darum, wie man in so einem Skript Variablen einfügt und halt die dann nachher, wenn man das Programm ausführt, halt festlegt. Ja, und dazu öffnet ihr erstmal ein neues Skript und ich erkläre euch jetzt erstmal, wie das Programm aufgebaut sein soll. Also wir wollen ein Programm schreiben, wo wir am Anfang in einem Dialog angeben, wie oft diese Nachricht, die wir danach eingeben, gesendet werden soll. Und dazu müssen wir halt einmal die Variable festlegen, wie oft die Nachricht gesendet werden soll und was natürlich die Nachricht ist. Ja, und das zeige ich euch jetzt mal. Also dazu legen wir erstmal die erste Variable fest und das ist also set, um die Variable festzulegen. Jetzt müssen wir uns eine Variable überlegen. Sagen wir mal bla für die erste Variable einfach. Und also set bla to text returned. Das heißt jetzt, dass der das bla, die Variable ist halt, wird halt, der bla wird halt durch den Text, den ihr eingibt, ersetzt, also in diesem Fall die Anzahl off, und jetzt kommt halt der Display Dialog. Also sag ich dir Display Dialog Gänsefüßchen oben. Wie oft soll die Nachricht gesendet werden? So, Fragezeichen, Gänsefüßchen wieder oben. Jetzt brauchen wir natürlich noch den Knopf, damit es weitergeht. Deshalb machen wir mal Buttons. Ein bisschen oben, weiter oder was weiß ich. Und dann ist halt die Random Answer, also Default Answer. Später am Abend Answer. So. Und das ist halt, da könntet ihr hier in die Gänsefüßchen jetzt einen Vorschlag schreiben, aber deshalb macht ihr da jetzt einfach gar nichts rein. Dann macht ihr die Klammer wieder zu, weil das jetzt fertig ist. So, jetzt müssen wir noch die zweite Variable festlegen, und zwar was denn jetzt, also der Text, der dann gesendet werden soll. Und da machen wir jetzt mal set. Nächste Variable, halt blue, sag ich jetzt einfach mal. To text returned off. Display, also es ist wie genau das gleiche. Display Dialog Nachricht bitte eingeben, so nach oben, und dann Buttons senden, damit es dann losgeht. Na, senden Default Answer, und da kommt dann jetzt halt wieder rein, was ihr dann schreibt, die Nachricht in diese beiden Gänsefüßchen. So, und jetzt können wir das Ganze mal übersetzen und sicher nicht vergessen und dann mal ausführen. Also das sieht jetzt schon so aus, ne, wie wir das programmiert haben. Wie oft soll die Nachricht gesendet werden? Jetzt könnten wir hier 100 Mal eingeben. 100 Mal weiter Nachricht eingeben. Make it Pro. Und dann würde der das jetzt halt ins... Soweit ist es jetzt wird das beendet. Aber wir wollen jetzt, dass der diese Nachricht so, so oft halt sendet. Ja, und dazu warten wir jetzt erstmal 2 Sekunden, also danach machen wir ein Delay 2, damit der 2 Sekunden warten soll, weil in dieser Zeit wählt ihr dann, also zum Beispiel geht ihr auf Skype und dann in den Chat und dann auf dieses kleine Textfeld, damit ihr das da halt eingibt. So, und dann macht ihr jetzt hier halt darunter, müsst ihr jetzt dem natürlich noch sagen, dass das eingegeben werden soll. Und dazu müssen wir um das Ganze erstmal eine Schleife machen. Und zwar, Schleife soll ja so oft wiederholt werden, wie ihr das senden wollt. Also, repeat, bla times.
Eigentlich ganz einfach, ganz simpel. Und dann gebt ihr jetzt ein tell app system events to keystroke und dann halt blue. Also das bedeutet jetzt so viel, sagt dem Programm, was eure Tastatur verwaltet, dass er blue halt eingeben soll. Aber blue ist ja eine Variable, also das, was ihr hier eingebt. Ja, und das muss dann natürlich noch Enter gedrückt werden. Und dazu machen wir jetzt tell app system events noch einmal to key stroke und dann return, also Enter. Dahinter kommt dann noch and repeat. Ja, und das ist es. Ja, ist es im Großen und Ganzen auch schon. Und jetzt kommt auch schon die erste Fehlermeldung. Repeat. Beides mal falsch geschrieben. Ich sag, es ist spät am Abend. Repeat. Genau, jetzt funktioniert's. Noch einmal sichern. Und dann können wir das mal ausführen. Und ich mache das jetzt einfach mal bei TextEdit. Das könnt ihr natürlich auch bei Skype machen. Also dann einfach in das Chatfeld eingeben. So, also ausführen. Wie oft soll die Nachricht gesendet werden? 100 Mal. Nachricht bitte eingeben. HTTP Doppelpunkt /pro.de.gp. Unsere Seite, die jetzt wieder läuft, weil wir jetzt wieder einen neuen hier hinten, einen neuen Subdomain haben, der jetzt nicht down ist und die läuft jetzt sogar schneller. Ja, und dann senden wir das Ganze mal, gehen auf TextEdit, wählen hier aus und in 2 Sekunden schreibt ihr uns jetzt 100 Mal die Seite auf. Und das funktioniert natürlich auch im Skype und damit könnt ihr euren Kollegen, der da dran sitzt, ganz schön nerven. Ja, das war's auch schon. Guckt auf unserer Facebook-Seite vorbei, abonniert uns auf unserem Kanal, was ihr wollt, also wenn es euch gefällt natürlich nur. Und ja, bis zum nächsten Mal.